Ja, hallo zusammen. Vielen Dank für die vielen schönen positiven Feedbacks und sehr zum Teil sehr, sehr rührenden Feedbacks, die ich erhalten habe zu dem Video Es ist egal. Eine Nachricht oder ein Feedback hat mich ein bisschen traurig gestimmt. Das möchte ich gerne kurz vorlesen. Mein Name ist Roland. Freunde von mir haben mir euren Traumpartnerkongress empfohlen. Ich habe mir einige Videos von euch angesehen und finde euch beide sehr nett. Euer persönliches Kennenlernvideo finde ich total gut. Ihr kommt sehr nett und liebenswert rüber. Meine Erkenntnisse zum Thema Liebe sind: Liebe ist eine schöne Illusion. Gerade ich sage das, obwohl ich genug Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein, Selbstachtung, Selbstliebe und Selbstwert habe. Ich glaube auch daran, dass es Menschen gibt, die lieben können. Woran ich nicht glaube, ist, dass ich in meinem Leben noch einmal lieben kann. Das hat mich sehr traurig gestimmt. Ich möchte jetzt nicht aufzählen, was mir alles passiert ist, denn jeder hat mehr oder weniger gute oder schlechte Erfahrungen gemacht. Der Punkt ist, dass ich nicht an die bedingungslose Liebe glaube. Das ist eine Entscheidung, die du getroffen hast. Jeder hat Vorstellungen und passen die nicht, ist es mit der Liebe schnell vorbei. Ich bin krank geworden und jetzt körperlich behindert. Ich habe die bedingungslose Liebe kennengelernt. Lächerlich. Ich finde euer Tun sehr schön und gut, doch Liebe bleibt leider manchen Menschen vorenthalten. Da sage ich gleich noch was dazu. Gerade behinderte Menschen wissen am besten, was bedingungslose Liebe heißt und was Liebe kostet. Hunde können bedingungslos lieben, aber den Menschen traue ich diese Fähigkeit nicht zu. Trotzdem finde ich euer Projekt gut und wünsche euch viel Liebe und Glück. Lieben Gruß, Roland. Lieber Roland, ich weiß ganz genau, wovon du sprichst. Es gab eine Zeit, wo ich auch dieser Meinung war, dass es mir nicht gegönnt oder geschenkt ist, in diesem Leben bedingungslos geliebt zu werden oder zu lieben. Aber wenn du schreibst, dass das für dich so ist, dann ist das eine glasklare Entscheidung für dich. Dann, bei dieser Entscheidung, hast du recht, wird bedingungslose Liebe nicht in dein Leben kommen. Du hast dich dazu entschieden. Wegen deiner Behinderungen oder was du alles schon für Erfahrungen gemacht hast in deiner Vergangenheit, wo du enttäuscht worden bist, glaube mir, Gysi und ich wissen genau, wovon du sprichst. Ich habe auch sehr lange Zeit nicht an die Liebe mehr geglaubt. Ich bin enttäuscht worden, betrogen worden, verletzt worden, beleidigt worden, gekränkt worden. Die Zeit reicht nicht, das alles aufzuzählen. Ich bin auch durch die Hölle gegangen. Aber letztendlich habe ich wieder zurückgefunden zur Liebe. Zu Behinderung zum Beispiel. Du schreibst hier, du seist behindert und Behinderte wissen was am besten, was bedingungslos heißt. Ich habe mit behinderten Menschen gearbeitet. Und da gibt es die behinderten Menschen, körperlich, geistig, psychisch und seelisch kranke Menschen, mit denen habe ich gearbeitet. 3 Jahre circa, 3,5 Jahre. Und auch da gibt es das eine und das andere. Ich habe liebe, herzliche, liebende Menschen kennengelernt, die sehr stark behindert sind. Und welche, die waren total ablehnend. Im Grunde ist es in dieser Welt nicht anders wie in unserer Welt. Zum Thema Behinderung. Ich leide seit einigen Jahren schon an einer kranken Hüfte und will mich nicht operieren lassen. Ich kann kein Fahrrad mehr fahren, zum Beispiel. Und Gysi liebt Fahrrad zu fahren. Und trotzdem liebt sie mich so, wie ich bin. Wenn du sagst, dass es für dich so ist, dass in deinem Leben bedingungslose Liebe oder Liebe nicht mehr vorkommen wird, dann, wenn du das so sagst, stimme ich dazu, ja, dann hast du recht, weil du hast dich dazu entschlossen. Aber ich möchte den Menschen da draußen ein bisschen Hoffnung geben. Für das, was ihr euch im Kopf entscheidet oder öffnet,
da ist die Chance groß, dass das in euer Leben kommt. Und das hat sehr viel auch mit eurer Denke zu tun, das, was ihr denkt. Wenn ihr es versteht, an das zu glauben, was ihr wollt, was ihr haben wollt, und wir haben jetzt nun mal das Thema Traumpartnerschaft, bedingungslose Liebe, wenn ihr daran glaubt, öffnet ihr die Tür dafür. Nur rein daran glauben und zu Hause sitzen zu bleiben und dann darauf zu warten, dass was passiert, das reicht auch nicht. Ihr müsst schon aktiv werden. Jeder hat sein Problemchen zu tragen. Jeder Mensch, auch jeder, der hier dieses Video jetzt sieht, hat seine persönliche Geschichte, die zum Teil ganz, ganz schlimm war. Aus der Kindheit, vielleicht Missbrauch dabei oder Vergewaltigung oder. Und auch diese Menschen haben die gleiche Chance, die haben die Möglichkeit, ihren Traumpartner zu finden. Das ist so, wenn ihr euch dafür öffnet. Wenn ihr, wie der Roland, und bitte Roland, verzeih mir, wenn ich das sage, wenn ihr sagt, nö, das hat sowieso keinen Zweck, bei mir passiert das nicht mehr, dann bringt der Traumpartner-Kongress nichts, dann meldet euch ab. Ihr habt eine Entscheidung getroffen. Und dein Unterbewusstsein oder euer Unterbewusstsein nimmt jede Entscheidung ernst. Ist sie positiv oder negativ? Ich habe gelernt in meinem Leben, und da weiß ich, dass das Gesi, die sitzt hier und genießt die Sonne gerade, wir machen eine kleine Pause, und ich weiß, dass Gesi da genauso tickt wie ich. Wir haben gelernt, uns auf das zu fokussieren und zu kontrollieren, zu fokussieren, was wir gerne in unserem Leben haben wollen. Und so haben wir uns auch gefunden. Wir haben im Vorfeld in den Beziehungen, die nicht so glücklich waren, haben wir gearbeitet an uns selbst. Und das hat uns wahnsinnig geholfen, jetzt diese Liebe zu kennenzulernen. Mir fällt gerade noch etwas ein. Ich will das eigentlich gar nicht so lange machen, das Video, aber mir fällt gerade noch was ein. Wir haben noch verstanden, warum wir durch diesen Schmerz vor unserer Beziehung, durch diese Hölle, wie wir sie immer wieder nennen, und diese Traurigkeit und dieses Allein-sich-Fühlen und so weiter, warum wir das haben erfahren müssen. Jetzt hört gut zu, was ich euch jetzt sage. Das ist ganz wichtig. Dadurch, dass wir diese negativen Erfahrungen gemacht haben, können wir das, was wir jetzt haben, viel mehr wertschätzen. Es ist echt so, wir wachen mit Wertschätzung und Liebe auf morgens für das, was wir haben, was wir erleben. Und das können wir nur, weil wir eben das andere kennengelernt haben. Wir wissen, wie schwer es sein kann, wenn es nicht funktioniert. Und alle Menschen auf dieser Erde suchen letztendlich die Liebe. Also, lieber Roland, egal welche Erfahrungen du gemacht hast, oder auch alle anderen Menschen, egal welche negativen Erfahrungen ihr in Sachen Liebe gemacht habt, es bleibt eure Entscheidung, wie ihr damit weiter umgehen wollt. Uns hat unsere negativen Erfahrungen, ich mache wirklich in Anführungsstrichen negativ, weil letztendlich ist es eine positive Erfahrung gewesen. All diese Erfahrungen haben dazu geführt, dass wir jeden Tag unsere Liebe wertschätzen können. Es ist immer was Besonderes und es bleibt immer etwas Besonderes. Jeden Tag. Das ist geil. Das ist schön. Immer sich bewusst zu sein, wie toll diese Liebe ist, weil wir das andere kennengelernt haben. Hätten wir dieses andere nicht kennengelernt, ich glaube, da könnten wir unsere Liebe gar nicht so wertschätzen. Also, es bleibt eure Entscheidung. Ihr entscheidet, was ihr in euer Leben ziehen wollt. Liebe oder eben keine.